Dann begrüße ich alle zur Regierungspressekonferenz mit Ministerpräsident Winfried Kretschmann, Landwirtschaftsminister Peter Haug und Sozialminister Manne Lucha. Wir machen es wie letztes Mal, müssen nur am Anfang ein bisschen disziplinierter sein. Das heißt, erst allgemeine Fragerunde ohne Corona, dann Ministerpräsident Kretschmann zu Corona und dem gesetzten Thema Dürre in der Landwirtschaft und im Forst, dann der Landwirtschaftsminister und dann die Fragen zum gesetzten Thema und zu Corona. Also ich bitte um Verständnis, wenn ich bei den allgemeinen Fragen dann vielleicht abwürge, damit die anderen nicht unter den Tisch fallen. Gibt es zu anderen Themen als den gesetzten Fragen? Herr Brentner. Ja, Kretschmann, gestern haben die Steuerschätzer schlechte Nachrichten überbracht. Wie wollen Sie denn mit diesem massiven Steuereinbruch umgehen? Und kommt für Sie eine Haushaltssperre in Frage? Ja, erstmal nehmen wir die zur Kenntnis. Die Finanzministerin hat über die Ergebnisse berichtet. Es ist klar, das verhagelt uns jetzt natürlich die Einnahmenseite in einer Weise, wie es das Land Baden-Württemberg noch nie hatte, von einem Jahr aufs andere. Wir müssen aber gerade noch gewaltige Hilfsprogramme starten für die durch die Pandemie geschädigten Unternehmen und Kulturbetriebe. Wir müssen eben in diesem Jahr mit Steuermindereinnahmen von 3,3 Milliarden rechnen. Bei den Kommunen eine vergleichbare Größenordnung von 3,6 Milliarden. Dort bricht vor allem die Gewerbesteuer ein. Wie gesagt, sowas mussten wir noch nie verkraften. Heute wollen wir in der Haushaltskommission ja erstmal über die dringenden Hilfen noch sprechen. Aber es ist klar, dass auch das zur Sprache kommen wird. Werden wir heute antexten. Aber erstmal hat das Ministerium keine Liquiditätsprobleme. Und die Frage, wir werden da natürlich einen Nachtrag machen müssen. Wann wir den machen müssen, das muss jetzt geklärt werden. Nach ersten Auskünften der Finanzministerin ist es wohl vor der Sommerpause nicht erforderlich. Eine Nachfrage von Herrn Bauer. Sie haben die wegbrechenden Gewerbesteuereinnahmen in den Kommunen angesprochen, gleichzeitig die Corona-Hilfspakete, die noch geschnürt werden. Wie stehen Sie denn der jetzt bundesweit diskutierten Frage eines Rettungsschirms für die Kommunen gegenüber? Die Kommunen sind Bestandteil der Länder und ihre Aufgabe. Natürlich können die Länder das nicht allein stemmen. Dazu sieht ja das Grundgesetz entsprechende Verfahren vor. Über da, die entsprechenden Bedarfe zu verhandeln. Der Bundesfinanzminister hat es ja jetzt verknüpft mit einer Altschuldenregelung für überschuldete Kommunen. Solche Kommunen besitzen wir nicht. Ja, also es kann jetzt nicht sein, dass solche Fragen verknüpft werden mit Dingen, die jetzt direkt in der Krise entstanden sind. Das lehnen wir natürlich strikt ab. Weil das hat er ja schon mal versucht, ja, und jetzt will er das verknüpfen mit den ganzen Problemen, die aus der Corona-Krise entstanden ist. Ich meine, das ist ein Verfahren, das können wir auf keinen Fall akzeptieren. Nachfrage, Herr Bauer. Ist für Sie ein eigener Baden-Württemberg-Rettungsschirm für die Kommunen denkbar wegen den überbordenden Ausgaben im Zusammenhang mit den Corona-Kosten?
Wir haben ja den Kommunen schon Abschlagszahlungen von 200 Millionen zugewiesen. Natürlich müssen wir über diese Fragen natürlich mit den Kommunen in der gemeinsamen Finanzkommission reden. Und das ist ja klar. Gibt es noch Fragen zum Thema Steuerschätzung? Ich meine, das müssen wir mit den Kommunen verhandeln. Das werde ich ja jetzt nicht öffentlich irgendwelche Summen nennen. Ja, das müssen wir verhandeln. Das werden harte und schwierige Verhandlungen sein. Ja. Der Bund wird sich daran und muss sich daran beteiligen, das ist klar. Aber nach Wegen, die die Verfassung vorsieht. Herr Ruf. Jedenfalls bin ich nicht bereit, mit Verfassungsänderungen zu arbeiten. Das liegt mir völlig fern. Herr Ruf? Herr Kretschmann, beobachten Sie denn inzwischen auch hier im Land zwischen den Regierungspartnern einen wahlkampfbedingten Rettungsprogramm-Wettlauf? Und daran anknüpfend die Frage, gibt es denn bereits so etwas wie eine Evaluierung der Programme, die da aufgelegt werden? Also eine Evaluierung gibt es sicher nicht. Aber natürlich wird das Begleiten schon angeschaut, wer da was bekommen hat. Das ist klar. Ja, ich will mal so sagen. Natürlich hat jetzt niemand aus der Koalition Forderungen aufgestellt, die nicht einsichtig wären. Es werden nur wirklich solche Branchen genannt, die das erkennbar auch brauchen, weil sie jetzt durch die Einschränkung teilweise bis auf null gestellt wurden. Nicht denken Sie an Gasthäuser vor der Öffnung jetzt, an ganzen Veranstalter, nicht nur Messeausrichter, die ganzen Veranstaltungen durften ja nicht mehr stattfinden, sind praktisch auf null gesetzt. Viele Bereiche des Kulturbetriebes können nicht mehr arbeiten, bis hin zu kleineren Branchen wie jetzt Schausteller und andere, die auch schwer getroffen sind von der Krise. Darüber werden wir gemeinschaftlich beraten. Heute Abend, das geht nicht nach dem Prinzip des Wettlaufs. Gibt es noch eine Frage zu den Finanzen? Das sehe ich nicht. Dann Frau Pointner. Thema Kita-Gebühren. Da hat gestern der Verfassungsgericht gegen das SPD-Anliegen entschieden und das Volksbegehren für gebührenfreie Kitas gekippt. Wie erleichtert sind Sie angesichts dieser Entscheidung und was bedeutet das für die direkte Demokratie? Ja, ich bin natürlich froh, dass der Verfassungsgerichtshof der Entscheidung des Innenministeriums gefolgt ist, nicht der ich ja zugestimmt habe. Also das Innenministerium hat richtig entschieden. Den Initiatoren bleibt es natürlich unbenommen, auf anderem Wege für ihr politisches Anliegen einzutreten, was sie auch schon angekündigt haben, das auf politischem Wege zu erreichen. Also das ist ja mal ganz einfach. In der Verfassung steht, dass über Abgabengesetze keine Volksabstimmungen stattfinden. Das hat das Gericht ausdrücklich bestätigt. Und das ist der Grund gewesen, warum das gescheitert ist. Ja. Und wenn Sie sich erinnern, was ich an dieser Stelle gesagt habe, nie was anderes. Die ganzen Einlassungen, was das für den Staatshaushaltsplan bedeutet und ähnliches, da war ich sehr zurückhaltend. Ja. Weil das Abgabengesetz steht nun im Wortlaut in der Verfassung und da konnte jeder annehmen, dass das nicht geht. Ja. Auch wenn man da jetzt versucht hat, über Umgehungstatbestände sich um diese klare Formulierung der Verfassung herumzuschleichen.
Es steht nun mal so in der Verfassung, danach ist es abgelehnt worden. So, die Frage, ob man das ändern soll in der Verfassung, hat niemand gestellt. Also, es ist mir aus dem politischen Raum keine Forderung entgegengekommen, dieses aus der Verfassung zu streichen. Das könnte ja mit 2/3 Mehrheit machen, dann kann das Volk über alles abstimmen, wie die Schweizer das machen. Ja. Ich habe Ihnen ja schon früher mal gesagt, dass natürlich eine direkte Demokratie in Zeiten sozusagen des Populismus und muss sagen des erfolgreichen Populismus sich man ja da noch mal einige Dinge hinterfragen muss. Also meine Skepsis ist da generell gestiegen, aber grundsätzlich weichen wir vom Ziel der direkten Demokratie trotzdem nicht ab. Und die Politik des Gehörtwerdens gehört seit meinem Regierungsantritt zu unserem Programm. Das werden wir auch weiter so machen. Und in den 10 Jahren Erfahrung hat sich auch gezeigt, dass das ein richtiges Konzept ist, das natürlich eben nicht immer in Abstimmungen münden muss, sondern es darum geht, dass die Bürgerinnen und Bürger rechtzeitig und gut an den Vorhaben der Regierung beteiligt werden. Und das werden wir auch weiter so machen. Und dem Volk ist es nach Verfassungslage, wir haben ja die Quoren gemeinsam gesenkt, unbenommen Volksbegehren einzuleiten und darüber abzustimmen. Es hat sich aber auch gezeigt, jetzt an dem Volksbegehren Biene, es hätte schwere Kollateralschäden verursacht. Was sich dann herausgestellt hat, den Antragstellern in dieser Dimension gar nicht bewusst war. Und der Verfassungsgerichtshof weist dann noch mal darauf hin, dass man das auch sorgfältig machen muss, Bestimmtheitsgrundsätze und anderes zu machen, sich notnötigenfalls auch Rechtsbeistand zu holen. Das denke ich, ist noch mal sehr deutlich geworden, auch durch dieses Urteil, dass man da Acht geben muss, dass man das auch macht. Weil man sonst der Gefahr läuft, dass man Schaden anrichtet, den man gar nicht beabsichtigt. Oder dass das scheitert an Unbestimmtheitsgrundsätzen wie dieses und an anderen Fragen. Warum jetzt die SPD sehenden Auges in diese Niederlage gelaufen ist noch, ich erinnere mich noch an die wüsten Polemiken, die ich da aushalten mussten, dass wir die Bevölkerung für dumm verkaufen und Ähnliches wurde da vom Abgeordneten Binder losgelassen, dabei ist es halt so, hast du ein Problem, schau ins Gesetz und auch in die Verfassung. Das würde ich doch jedem noch mal anraten. Also es ging gar nicht um die Ausbremsung der direkten Demokratie, sondern es ging darum, im ersten Fall, dass es einfach eindeutig der Verfassungslage widersprochen hat. Und beim Volksbegehren Biene konnten wir die Initiatoren davon überzeugen, dass das nicht der richtige Weg ist, weil da große Kollateralschäden verursacht hat. Und wir dann zusammen mit den Initiatoren und den Betroffenen einen Kompromiss gefunden haben, dem alle zugestimmt haben. Insofern sieht man auch, das ist ein gangbarer Weg.